muss sofort mitkommen. Gaby und seine Freunde sind auf dem Drachenboot. Damit handelt er sich einen Haufen Ärger ein. Irgendwas stimmt da nicht. Arvid, du sitzt im Krähennest. Gunnar, du gehst an die Ruder. Karl übernimmt das Steuer. Ach, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich da ganz hochklettere. Wo sind denn die Ruder? Ich will nicht ans Steuer. Ich will etwas anderes machen. Ihr seid ein Haufen Flaschen, nichts weiter. Komm, Gilby. Runter vom Boot. Das gibt doch nur Ärger. Denn sonst erzählen wir's Onkel Halvar. Sonst erzählen wir's Onkel Halvar. Anker lichten! Nein, nicht! Tapfere Piraten, zeigen wir's diesen Wikingern! Hurra! Hier sind die Piraten! Die nehmen die Gefangenen. Oh ja! Hört auf damit! Komm schon, Gilby, ich sag's auch nicht meinem Vater. Sein Vater lässt mich sowieso nie mitfahren. Also habe ich beschlossen, ohne ihn zu fahren. So kann ich ihm wenigstens zeigen, was für ein guter Wikinger ich sein kann. Hör mal, Gilby, das ist mein Ernst. Wirf sofort wieder den Anker. Du bist ein toller Gefangener, Vicky. So richtig echt. Hisst die Segel, Männer. Juhu! Ja! Ja! Hast du meinen Karl gesehen? Nein. Ilvi ist verschwunden. Gunnar auch. Er war mit Arvid zusammen. Sie sind bestimmt mit Vicky und Ilvi zusammen am Strand. Es ist großartig, Captain zu sein. Man kann machen, was man will. Nur, dass du eigentlich das Boot steuern müsstest. Glaubst du, ich weiß nicht, wie man segelt? Auf eure Posten! Was? Spielen wir denn nicht mehr weiter? Wieso denn? Das Ding segelt doch ganz von alleine, oder? Ich bin so müde! Auf eure Posten, habe ich gesagt! Und ob ich ein Boot steuern kann, Mister? Neunmal klug!